Feuer in Winterhude. In der Mittwochnacht brannte das Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Ein 7-stündiger Einsatz, der durch das Wetter erschwert wurde. Riesige Rauchschwaden dringen aus dem Dach, Flammen lodern hinter den kaputten Fenstern. In Winterhude ist in der Mittwochnacht ein Feuer im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Laut der Feuerwehr waren zum Glück keine Personen vor Ort. Doch der Einsatz war nicht leicht. Die Löscharbeiten wurden durch starke Windböen erheblich erschwert. Das Feuer breitete sich rasch aus und ging auf angrenzende Gebäude über. Erst nach 2 Stunden konnten die Flammen gelöscht werden. Mit Hilfe von Drohnen und Wärmebildkameras wurde weitere 5 Stunden nach Glutnestern gesucht. Insgesamt 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.